Teleport da hinsetzen, damit ich da hinkomme. Hab ich denn genug dafür, um den zu craften? Was brauchte man nochmal dafür? Das war nicht mal so schwer. Der Mirror. Mirror. So. Man braucht einen Diamanten, 4 Gold und 4 Enderperlen. Das ist auf jeden Fall sofort gedacht und gemacht. Auch habe ich alles dabei. Das ist gar kein Problem. Ich wusste gar nicht, dass man die craften kann. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Aber ich habe das irgendwann mal gesehen. Ach, den gibt es ja auch als Crafting-Rezept. Wie praktisch. Ein Diamant, den habe ich immer dabei hier. Gold habe ich bestimmt irgendwie im Rucksack oder vielleicht hier drin. Nein. Enderperlen habe ich auf jeden Fall noch welche. Die muss ich nur kurz suchen. Oh, Rucksack. Oh. Das war auch geschafft. Es war fast nichts, was wir gelootet haben, aber es war trotzdem eine Menge eigentlich, wenn man das so bedenkt. Fast nichts gelootet. Ah, oh Gott. Hier ist auf jeden Fall noch Gelatine-Slime. So ein bisschen was habe ich. So. Es gibt ja auch im Nether diese leckeren Kreideäpfel, die einfach nach Kreide schmecken. Lecker. Schmeckst du was wirklich? Ja, steht auf jeden Fall da dran. Das heißt Potish Apple. Taste a bit like chalk. Hm, lecker. Warum noch? Warum eigentlich nicht? Das ist doch immer lecker. Und ja. Deliziös. Ja. Habe hier ja noch das Gold. Da ist das Gold. Ja, da ist es. Sehr schön. 4 und die Enderperlen habe ich auch hier. Super, ich habe manchmal alles dabei hier. Das ist ja super. Denn ich habe keinen Bock, da immer hinzulaufen. Das ist mir dann auch zu doof. Und ich werde mich furchtbar aufregen, wenn der Spiegel kaputt geht. Ich weiß es genau. Ach, jetzt sind die erst fertig, die ganzen Potatoes, weil ich ja eben gerade nicht da war im Chunk. Kein Wunder. Komm her, Spiegel. Da muss ich mir mal einen Spiegelrucksack craften, denn dann habe ich die immer dabei. Und verliere nicht die Orientierung und die Ordnung. Da wird zwar ein bisschen merkwürdig gecraftet, aber ja, Magic Mirror, sehr schön. Ich kann natürlich auch einen suchen und einfach finden im Dungeon, aber habe ich keinen Bock drauf. Ich so, Sharpness 5, Knockback 1, Looting 1, Fire Escape 2 und so. Ich muss ja doch dringend Sharpness drauf machen. Das Schwert, das muss auf jeden Fall noch drauf. Habe ich nämlich gar nicht gemacht. Haut rein. Bane of Entropodes auf jeden Fall, brauche ich gar nicht, aber war schon drauf, habe ich ja gefunden, das Teil. Oh, und Rare Cream. Oh. Sharpness. Steht das hier überhaupt noch dran? Knockback, Looting. So, als würden die durch Fire Aspect ein bisschen schwächer werden. Das kann natürlich sein. Sind nicht mehr One. Okay, Sharpness kann ich gar nicht verzaubern hier, komischerweise. Okay, gut. Dann eben nicht. Naja, dann halt nicht. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt mal den Bogen. Oder der Bogen ist schon gut verzaubert. Den habe ich eigentlich schon fast perfekt verzaubert. Den könnte ich direkt mitnehmen eigentlich. Ja, warum nicht? Der hat eigentlich schon alles, was ich brauche. Was hatte er denn? Er hatte Unbreaking, Infinity, Flame und Soul Tether. Das reicht. Der kommt auf jeden Fall mit. Der Zombie Head bleibt hier, den brauche ich nicht. Den Electric Staff nehme ich mit zum Hinfliegen. Auf jeden Fall. Da mache ich mal die beiden Staffs ins Inventar und dann beide zusammen, damit ich nur noch einen kompletten habe. Sehr gut. Der wird kostenlos verzaubert, damit ich alles drauf habe. Sehr schön. Oh, ganz viel Holz. Ganz viel Holz. So ist Electric Staff. Jetzt kommt einfach jede Scheiße da drauf. Blood Attuned kommt einfach auch drauf, was man gar nicht braucht. Afterlife auch. So, verzaubert. Dann kommt noch die Essenz, muss ich mal wegtun. Denn da habe ich jetzt ja noch eine, glaube ich, hier liegen. Jo, da habe ich jetzt 3 Electric Essenzen. Sehr schön. Eine Gasträne. Sehr gut. Ach, ich habe diese komischen Green Slimes auch noch. Diese Blöcke. Muss ich mal wegtun. Ist ja nicht meins. Hier drüben ist, glaube ich, noch Platz. Ja. Slime und so. Habe ich jetzt noch Platsch? Ja, super. Dann gehe ich mal hier kurz hin. 46 Baked Potatoes. Der Coin of Fortune kommt mit. Und ich habe jetzt einen Bombenbeutel. Ja, nice. Die Bombbags sind cool. Die mag ich voll. Was macht man damit? Damit kann man Bomben sammeln und dann einfach werfen. Die machen zwar keinen Umgebungsschaden, aber Mobschaden. Ich hab jetzt 4 Stück. Ist ganz cool eigentlich. Oh, Rare Mob, verpiss dich. Ja, natürlich ein Blasting, übelstes, krasses Mega-Skelett, was einen jemals immer umbringt. Verpiss dich, Skelett. Aber gegen das kann man nichts machen, wenn man keine Rüstung hat. Und ich habe auch fast keine mehr. Ja, das krieg ich nicht zu fassen. Kann ich versuchen, was ich will. Es hat einfach 101 Leben. Aber keine Regenerierung. Das ist das Nervigste bei den ganzen Mobs, dass sie sich immer verdammt regenerieren. Krieg Fallschaden, Skelett. Stirb. Oh Gott. Darf nicht sterben.
Aber ich habe meinen Crystal Bow dabei. Er wird auf jeden Fall. Als du Bomben. Dingen haben möchtest, ich habe 4 Stück. Das ist ja nice. Ein Ultra Transfusing Skeleton of Retribution mit Zapper Blast of Andro Lifesteal Vengeance Sprint. Wow. Krass. Ein Imba-Skelett, mit anderen Worten. Ich muss dringend mal einen Mülleimer in unserer Stadt aufbauen, um den ganzen Crap mal wegzuwerfen, den ich nicht brauche. Alter, das ist so viel, was ich in den Kisten habe, was ich gar nicht brauche. Stonebricks, das ist doch alles nervige, sinnlose Looting-Scheiße. Das kommt alles jetzt hier rein und wird einfach nie wieder auf... Komm schon, reinwerfen hier. Strings. Bones. Stonebricks. Wow. Was brauche ich denn noch nicht? Ja, Spinnaugen hier. Das ist total nutzlos. Emerald Shards brauche ich vielleicht noch. Chocopedia habe ich eh genug. Brauche ich keinen. Enderperle. Brauche ich. Sand brauche ich nicht. Gunpowder auch nicht. Pfeile brauche ich auch alle nicht mehr, weil ich jetzt Infinity habe. So, Skelett, jetzt bist du dran. Wo hast du dich versteckt? Aber es kann sie nicht heilen, das ist gut. Es ist ein Ultra-Skelett, was alles kann, aber es kann sich nicht heilen. Komm, Skelett, jetzt stirb! Alter. Hey, wie funktioniert denn jetzt ein Alchemist? Ich weiß es echt nicht. Das kann irgendwie Items verdoppeln oder sowas oder irgendwas. Mit dem Crafting hat es auf jeden Fall zu tun. Ich bin mir nicht sicher genau, was es tut, aber es ist etwas irgendwie immer. This will destroy anything crafted with it. Ja, irgendwas bringt es halt. Irgendwas mit Crafting. Na, Skelett, kommst du her? Mit Pfeilen kann ich auch schießen. So, den Trick kann ich auch. Brauchst du gar nicht so zu gucken, Skelett. Warum auch immer diese Skelette keine krassen Bögen haben, frage ich mich auch immer. Warum die hier einfach mal einen Crystal Bow haben oder einen Legia Bow? Wäre voll imbar. Das wäre mal lustig. Aber es kann sich teleportieren, aber nicht mehr lange. Stirb doch endlich, Skelett, jetzt. Geh doch endlich sterben. Heil dich gefälligst nicht mehr und geh einfach... Ja, endlich. Was für ein scheiß Skelett. So, Ordnung schaffen. Ordnung. Oh, Fackeln brauche ich. Viele Fackeln. Kohle. Mehr Kohle. Ja. Habe ich noch irgendwo hier vielleicht welche? Ach, klar, hier natürlich. So. Alles klar. Müsste ich nehmen. Carrots können hier rein, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. 2 goldene Äpfel für einen Kampf, vielleicht mal nützlich. Einen roten Crafting Table. Sehr schön. Das ist so nice. Damit kann man einfach aus diesem bunten Holz kann man sich bunte Crafting Tables und bunte Türen machen. Das ist lustig. 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 Ho. Hopfehl. Habe ich noch irgendwo. Ekelhaft. Ekelhaft. Schmerzhaft. Heldhaft. Ah, diese Bilder. Zauberhaft. Das ist immer schön. Es ist doch immer schön. Big Red Backpack. Was hat denn der noch drin? Ach, hier die ganzen Super-Items. Die kann ich mal kurz reintun. Einen Healing-Staff mache ich mir auch mal kurz, glaube ich, damit ich dir auch helfen kann. In Notsituationen. Dann habe ich noch irgendwo vielleicht einen Diamanten. Ja, die sind da drüben. Denn der ist auch ganz nützlich eigentlich, den braucht man auch mal. Dai, 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 dai. Nee, hab ich doch nicht hier. Die sind hier. Ja, da. Da sind sie. Ein davon, eine Essenz und dann geht's auch schon gleich wieder richtig los. Dann wird erstmal richtig schön die Burg auseinandergenommen, wenn ich meine ganzen Sachen da mal auch mitnehme. Okay, wie war das noch gleich? Einen Stab, eine Essenz und einen Diamanten. Genau, das ist ein Staff und dann kann man den hier hin tun. Aber erstmal auspacken, was ich dabei habe. Da, Life Essence. Giftstäbe sind auch ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob die sowas bringen hier in der Burg. Na, ich glaube eher weniger. Ach ja, genau. Das war ja natürlich so, klar. So, Healing Staff und der wird jetzt natürlich auf das Übelste verzaubert. Okay, was auch immer. Mirror, so, habe ich schon. Ich muss mir dringend einen Spiegelrucksack machen. Okay. Oder ich nehme einfach eine Kiste mit, tue den Spiegel da rein, bevor ich ins Dungeon gehe. Und dann geht's los. Gut. Gut, dass mein Schwert Soul Tether drauf hatte und das Ganze dann mir erspart blieb, diese ganze Sucherei. Das hätte auch böse enden können. Mein Boden ist dann endlich ausgelegt. Das gefehlt mir. Na, gefehlt. Oh ja. Das gefehlt mir so gut.
Okay, woher auch immer die Fackeln jetzt kommen. Naja, habe ich halt doch wieder welche. Wie auch immer. Die Kiste kommt auf jeden Fall mit. Wo hatte ich denn das ganze Zeug? Ich muss mir wieder Zombies kloppen gehen. Auf jeden Fall. Pfeile nehme ich nur noch einen einzigen mit, dann habe ich ein bisschen gespart. Und was brauche ich noch für die große Tour des Todes? Ach, das kann ich direkt verbrennen hier. Oder ich bin eigentlich wieder... Doch, das kann ich hier verbrennen. Gut, sehr schön. Mache ich es mal kurz, damit ich wieder ein schönes Ender-Backpack habe. Worauf man leider keinen Soul-Tether verzaubern kann, aber man kann auf jeden Fall... Ist doch nur eine Kohle. So, jetzt schön rein mit dem ganzen Zombie-Fleisch hier und gib mir Leder. Dann habe ich das auch. Ich habe keine Ordnung. Das ist schön. Alles klar. Eisen. So, eine Wind Essence ist eigentlich voll nutzlos, weil die ganzen Viecher sowieso immer einen umbringen. Trotz Windstaff, da bringt eigentlich fast nichts. Knöchelchen. Da kann man sich mal was draus machen. Nettes Knochenschwert. Der Magic Mirror kommt mit. Der wird auf jeden Fall in den Rucksack gepackt, falls er gebraucht wird. Da ist immer noch das Imba-Zeug drin, was ich immer noch nicht weggeräumt habe. Das kommt jetzt weg. So. Essenzen. Davon habe ich eigentlich schon viel nettes Zeug gefunden. Essenzen habe ich auch ein paar. Ich habe jetzt auch wieder zwei Electric. Meine Diamantspitzhacke war da auch noch komischerweise drin. Warum auch immer. So, haben wir das hier schon. So, der Spiegel kommt mal hier kurz da rein. Der kommt gleich in den Rucksack einfach rein. So, Darkness Essence. Die lassen voll auf Poison Essence fallen irgendwie. Das finde ich gut. Neue Rüstung. Dann ziehe ich mir gleich mal die heftigste Meteoritenrüstung an, glaube ich. Ja, doch, das mache ich. Da ist der Helmet. Der kommt mit. Der Magnetization drauf. Ist zwar mega nervig, aber was soll man tun? Man nimmt das einfach, was man da bekommt. Ja, ich nehme die komplette Rüstung jetzt mit. Die habe ich ja hier drüben. Tada, da oben. Moment mal. Da will meine Ender-Chest drin. Die habe ich einfach da reingepackt. Sehr schlau gewesen. Hätte ich mal vorher überlegen sollen. Da. Nehmen wir mal die ganzen Sachen mit hier. Ach, die Kraken-Ride Boots sind noch voll in Schuss hier. Super. Ja, gut. Komplette Rüstung wieder hier. Dankeschön. Habe ich wieder alles. Und jetzt wird das zugebaut. Ausrüstung. So, die kommt einfach jetzt da rein, die Rüstung hier. Eine Ice Essence habe ich auch noch. Die sind eigentlich relativ nützlich. Ich will mir eben ein bisschen Obsidian und mache mir hier so einen Helm. Ah ja, nice. So ein Scale-Helmet. Ja. Der ist gut. Die Rüstung ist sehr nice. Also wenn man die Essence hat, hat man eigentlich schon alles, weil Obsidian ist einfach zu bekommen. Und Gold ist auch nicht so heftig jetzt zum Finden. Na, ich habe die Goldblöcke. Weißt So, jetzt habe ich genug Brot dabei. Die Axt kann eigentlich da auch mal in die Kiste. Brauche ich auch nicht. So, Rucksack aufmachen, Spiegel rein. Das Schwert kommt da rein. Jetzt ist mal den Steph verzaubern gehen. Der muss natürlich alles... Hat er nicht schon alles? Ne, hat nicht alles. Healing Steph. Der bekommt jetzt auch einfach jede Schlagkraft drauf, die er auch nicht braucht. Der macht aber echt mächtig Schaden, so ein Stab, wenn man damit jemanden schlägt. Auch wenn das eigentlich nur ein Healing Steph ist. Oder? Der macht irgendwie 7 Schaden oder sowas. Der hat irgendwie Attack Damage plus 7. Richtig krank. Afterlife 3. So. Nice. Dann kann man mit dem Stab auf jeden Fall schon mal... Können wir uns gegenseitig heilen, falls es brenzlig wird. Der Bogen kann hier zu Hause bleiben, den brauche ich nicht. Der kann sich mal kurz in die Kiste verdünnisieren. Oder in die hier. Ja, super. Leder, bist du fertig? Ja, du bist fertig. Dankeschön. Obsidian, Ender-Chest, raus, Rucksack, bauen. Dann habe ich gleich einen schönen Ender-Rucksack. Der wird mir ja auf jeden Fall helfen. Sieht auch cool aus, so Sterne sind da drauf halt, das ist nett eigentlich. Ist zwar nur klein, aber er kann trotzdem viel. Plus Ender-Chest ergibt es eine ultimative Waffe. Crank. Was war? Das klingt. Ja, ist klein, aber kann trotzdem viel. Ja, da kann man mal sehen, ne? Oh. Epic. So ist das. So ist das. Die Größe ist nicht immer alles. Manchmal schon, aber nicht.
weitermachen.